Hallo, jetzt kommt mein 10-Fragen-Tag-Video. Die liebe Franzi hat mich getaggt. Sorry, ich bin echt ein bisschen verballert. Kann auch sein, dass es. Nein, es war die Franzi, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und ja, getaggt hat sie auch schon einige Leute. Ich glaube, der läuft auch so rum. Deswegen mache ich das jetzt nicht wieder extra. Jeder, der mitmachen möchte, feel free. Ich freue mich drüber. Und ja, ich fange dann mal an. 10 Fragen. Wo bist du geboren? Ist die erste Frage. Die erste Frage ist, wo bist du geboren? Ich bin in Pirna geboren, das ist in der Nähe von Dresden, in Sachsen. Erzähl uns etwas von deiner Familie. Ja, ist Mutter, Vater, Kind. Quasi. Ich bin also alleine zu Hause groß geworden. Ich habe einen Stiefpapa. Und wir haben seit 3 Jahren einen Hund und ich wohne nicht mehr zu Hause. Ja. Ich habe tolle Cousinen, ich habe coolen Cousin, ich habe super Tanten und Onkels. Und durch die Familie von meinem Schatzi habe ich auch ganz viele neue, super tolle Familienmitglieder gewonnen. Was machst du beruflich? Ja, ich habe mein Studium beendet. Ich bin fertige Sozialpädagogin und auf der Suche nach einem Job. Erzähl uns etwas über deine Haare. Nein, ich möchte nicht über meine Haare sprechen. Das ist ein Trauma. Im Moment finde ich meine Haare einfach nur kacke. Meine Haare sind zu lang. Meine Haare sind, wie ihr seht, ungefärbt. Meine Haare sind in den Spitzen zu trocken und sie sind viel zu dünn. Und sie gehen im Moment echt auf den Senkel. Am liebsten würde ich mir die Schere nehmen und zack, einfach abschneiden. Aber in 2 Wochen möchte ich sie dann gerne wieder länger haben. Deswegen muss ich mal über einen Kompromiss mit meinen Haaren nachdenken. Und die Färbenummer, ja, das ist momentan ein kleines Problem, weil meine eigentlich Friseurin leider krank ist. Und ja, und ich nicht so gerne irgendwo anders hingehen möchte. Erzähl uns etwas über deine Augen. Meine Augen sind grün und sie haben manchmal einen gelben Kreis oder einen gelben Strich. Sie sind ein bisschen braun, sie sind ein bisschen grau, sie sind ein bisschen blau. Aber eigentlich sind sie grün. Erzähl uns etwas über deine Zähne. Meine Zähne waren teuer. Ich hatte halt eine Zahnspange und ja. Was so eine kieferorthopädische Behandlung so kostet, kennen ja wahrscheinlich die meisten durch Mama und Papa, die dann immer gesagt haben, zieh bloß deine Spange an, ne? Sonst kriegen wir das Geld nicht wieder von der Krankenkasse. Ja, sowas halt. Und ansonsten, ja, man putzt sich halt zweimal am Tag die Zähne mindestens. Ich benutze Mundwasser, manchmal Zahnseide. Was soll man dann zu den Zähnen erzählen? Und sie sind ja, relativ unempfindlich. Aber natürlich habe ich auch schon mal ein Loch im Zahn. Bleibt nicht aus. Also, bei manchen schon, bei mir nicht. Süßes oder saures? Kommt drauf an. Ich mag beides. My favorite shoes. Oh Gott, habe ich die euch nicht sogar schon mal gezeigt? Ha, ich habe neue Favorite Shoes. Moment. Ja, die kennt ihr schon. Die habe ich ja in Sachsen gekauft bei meinem Urlaub da. Und ja, das sind meine Favorite Shoes. Sind auch extremst bequem. So, erzähl uns ein Geheimnis. Ich muss an allen Dingen riechen. An fast allen Dingen riechen. Und ich gucke bei Leuten eigentlich immer in den Kühlschrank. Und erst wenn ich vor dem Kühlschrank stehe und den aufmache, merke ich, hey, du guckst bei fremden Leuten in den Kühlschrank. Warum tust du das? Ich weiß es nicht, aber ich tue es. Wie kamst du zu YouTube? Ja, also, ne, über YouTube habe ich sonst mal mir irgendwelche Musikvideos angeschaut. Und durch Zufall habe ich irgendwie, wie gesagt, diese Juicy Star aus Heaven irgendwann mal gesehen und war total geflasht von der Roomtour, die man da mit 15, 16
ins Internet stellt. Sorry. Und ja, nach und nach habe ich dann ein paar amerikanische Gurus entdeckt und dann ein paar deutsche. Und dann die Diana. Und die hat mich dann quasi bestärkt, dann auch einfach mal ein Video zu drehen. Da bin ich. So bin ich zu YouTube gekommen. Und dadurch habe ich auch ganz viele neue, tolle, superklasse Leute kennengelernt. Ja, das war's. 10 Fragen. Wuhu! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann macht das. Ciao.